Ja, und herzlich willkommen zu Teil 6, Tag 6 in der Zombie-Apokalypse. Wir hatten einen Besuch, ein Wolf kam vorbei und danach kam noch ein Wolf. Das ist natürlich gut, wenn das Essen zur Basis kommt, denn den habe ich gerade auch gelootet. Leder brauchen wir natürlich öfter mal. Dann braucht man natürlich Fleisch für unser Catering. Und Tierfett, das sind natürlich sehr wichtige Ressourcen, auch für unsere Speck mit Eiern, die wir jetzt momentan noch essen. Und natürlich gibt es auch Erfahrungspunkte, da kann niemand motzen. Gut. Es ist Tag 4, wir haben eine Mission. Ich habe jetzt hier mittlerweile den ersten Kaffee, wie ihr seht. Könnt ihr jetzt ernten mit der Faust. Aber so ein Knochenmesser hat einen viel schnelleren Angriff. Wenn ihr nachher 50 Felder habt, dann merkt man das schon. So, ich habe jetzt auch tatsächlich wieder einen Samen bekommen. Das kommt aber leider nicht immer vor. Kann sein, dass ich auch nur die 6 Kaffee bekomme. Und dann muss ich mir aus dem Kaffee, den ich geerntet habe, wieder einen neuen Samen machen. Und das ist dann im Prinzip, wir haben jetzt 5 bekommen, weil wir den Living of the Land auf Stufe 3 haben. Aber dann hätte ich die 5 Samen, die 5 Kaffee wieder gebraucht für einen neuen Samen. Wäre also ein Plus-Minus-Null-Geschäft gewesen. Gut, damit steigt unser Kaffee, auch die Samen. Wir können jetzt insgesamt schon mehrere Samen machen. Da brauchen wir aber noch mehr Felder und dafür wiederum mehr Gammelfleisch. Deswegen gehen wir jetzt direkt los. Es ist ja Tag. Wir gehen wieder ins Zielgebiet. Hier ist auch schon mal ein Zombie. Oh, ich sollte noch den Ofen ausmachen. Ja, der Wolf, der erste Wolf, der hat 9 Pfeile gefressen und hat hier die ganze Zeit angegriffen. Deswegen verstärke ich immer erst die Mitte. Denn die gehen immer dann, die versuchen immer eine Leiter zu bauen. Und dafür müssen sie auf jeden Fall über die zweite Ebene. Ich habe hier auch mal Sand reingelegt. Denn noch brauchen wir keinen Sand. Und dann würde ich auch vorschlagen, allmählich sollten wir uns umgucken, wo wir die siebte Nacht verbringen. Könnten wir zum Beispiel hier in der Creamery machen. Da eher nicht. Hier waren wir ja schon mal. Ja, Gläser. Ich habe schon ein paar Gläser eingepackt. Ich habe sogar alle Gläser eingepackt, die wir momentan haben. Nee. So, schnell den ersten ran. Ah, hier haben wir eine Werkbank. Da findet man tolle Sachen drin, aber da wir das Gebäude gleich eh neu starten, kann ich die jetzt abbauen. Das gibt, wie gesagt, mechanische Teile, aber vor allen Dingen auch geschmiedetes Eisen, wie ihr seht. Was natürlich aktuell für uns ein sehr wichtiges Gut ist.
Es gibt immer einen Weg hinein. In dem Fall hier unten. Na, ich höre schon wieder an. So, erst mal meine Pistolen nachladen. Egal, den ignorieren wir jetzt mal geflissentlich. Machen die Klappe zu. Okay, kann man nicht ignorieren, der kommt nämlich von drin. Und das war ein anderer. Ah! Schockschwere Not. Habe ich jetzt meine Waffe weggeworfen? Wo ist der jetzt hin? Oh, jetzt nehmen wir mal einen Schockstab. Aber der brennende Knüppel wäre schade, wenn er weg wäre. Der hat mich jetzt total erschreckt. Oh, da ist ein Munitionsvorrat. Die Hose hat bessere Werte als unsere, also tragen wir die erstmal. Ja, das war noch die Stofffaserhose. Das sind hier die besseren Steinvorkommen, wo man halt viel rauskriegt. Level up. Also der war doch, ich war hier. Also könnte doch der Knüppel nur irgendwo hier rumliegen. Weg. Egal. Schade um Mod, da war ja der Brandmod drin. Ah, nicht. Egal, ich wollte euch mal eh den Schockstab zeigen. Und Feuermods können wir irgendwann noch selber herstellen. Vielleicht finden wir noch einen. Ja, dass der nicht auch am Boden brennt. Aber der hat natürlich auch gut Licht, ne? Egal. Okay, wir gehen hier wieder durch den Keller. Zwei. So, der ist jetzt aufgeladen. Das ist ein Schockstab. Ah, gut. Konnte man jetzt nicht sehen. Aber jetzt. Das lähmt die. Die können jetzt nicht angreifen. Und macht Schaden. Okay, ist das dunkel hier. Aber wir kommen gleich nach oben. Na, Pfeile ist gut. Da haben wir nämlich schon einige verloren. Jetzt kommen wir hier hoch ins Gebäude. Hier ist ein bisschen heller. So, hier kommen wir nicht rüber. Da kommen wir auch nicht weiter. Dann also offensichtlich hier.
So, erstmal noch hier. Hier ist so ein... Können wir auch mit dem machen, geht schneller. Messing Wasser haben. Ah, Säure. Nochmal Säure. Kleiderhaufen. Nähsets, auch gut. Die brauchen wir auf jeden Fall auch. Die Shem-Sandwiches. Ach, hier ist die Tür, die... Das ist eine andere Tür. Na, geht's da weiter? Da ist so... Ja, den hätte ich natürlich jetzt erschießen können, in Ruhe. So, der ist jetzt geladen und bleibt geladen. Das war die Tür, die zu war. Ach ja, und hier ist der. Pfeilspitzen aus Eisen sind auch gut, können wir noch mehr Pfeile produzieren. So, jetzt kann man sich hier durch die Wand kloppen, oder man geht einfach hier den... Warte mal, erstmal zur Sicherheit. Das ist eine gepanzerte Bodenklappe. Und jetzt kann man hier über dieses Ding laufen, da unten ist noch einer. Hier kommt an mir noch einer. So, das ist der Hauptloot. Wo kommen die denn her? Jetzt habe ich es dann. Okay, das ist dann im Prinzip der Run gewesen. Ging ja schnell. 8:26. Man kann natürlich hier den ganzen Keller looten. Das lernen wir jetzt aus Platzgründen. Jetzt überlegen, was wir nicht brauchen. Ich nutze ja keine Armbrust. Die kann man zerlegen. Ein Reifen ist gut. Die braucht man nämlich auch bald. Angelblei können wir zerlegen. Hier ist unser Bogen. Den können wir auch zerlegen. Das ist auch schön, hier Aloe Vera Samen können wir anpflanzen. Da haben wir, glaube ich, schon Eisenbein, Alteisenschienen, Schuhe. Ja. Können wir jetzt mit unserem Stoff reparieren und dann später verkaufen. Und hier ist nochmal so ein beschwerender Kopf. Zusätzliche Chance, die Opfer zu betäuben und zu verlangsamen. Bauplan Eisenspeer und noch ein Rezept für Hopfen können wir schon durch Living of the Land. Wie gesagt, aus Platzgründen lerne ich das jetzt für die Erfahrung. Aber wie sind die so schnell da hochgekommen? Ne, egal. Ich springe aber jetzt hier vom Dach.
kennen wir auch schon. Bogenschießen für Ranger Teil 4. Wie gesagt, aus Platz- und Erfahrungsgründen lerne ich das einfach jetzt. Hätte ich jetzt irgendwie viel Platz, dann hätte ich natürlich aufgewahrt und das verkauft. So, Hauptrang. Naja, der macht ja mal nicht annähernd so viel Schaden wie mein Knüppel vorher. Oh, das waren... Dreier? Jo, waren Dreier. Okay, es geht hier um Vorräte. Die Axt. Mach ich die Klappe wieder zu? Obwohl, das müssen wir halt nicht unbedingt mitnehmen jetzt. Ah. Ah, eine Glücksbrille Stufe 4. Tragen wir sofort. Die Hose ist, naja, eigentlich kein großer Unterschied zu unserer. Okay, wir müssen auf jeden Fall zerlegen. Habe ich Federn gesammelt? Ja. Also ich kann mir erst ein paar Eisenpfeile nachproduzieren. Zwei Kohle brauche ich nicht. Die alte Skibrille brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Kann ich aber auch gut verkaufen. Die Federn braucht man nicht mehr. Das braucht man nicht, kann man selber herstellen. Den kann man sich jetzt sicherlich auch schon mal in die Axt packen, denn der hat einen Kopf. Ja, dann spart man da auch noch einen Platz. Na gut, die muss ich nicht mitnehmen. Gibt ja noch genug Loot hier. Nein. Da kommen jetzt wieder die beiden. Oder auch nicht. Ja, es gibt verschiedene Spawnpunkte, wie ihr seht. Ah, wieder neue Pfeilspitzen und ich habe gerade die Feder weggeworfen. Chetons kann man zerlegen, weil wir auch Türgriffe haben. Die nehmen wir jetzt wieder mit. Essen wir mal schick Speck mit Eiern. Jetzt tragen wir eine Lucky Looter Brille, die bringt halt plus 4 Wahrscheinlichkeit. Machen wir schon mal hier Eisenpfeile. Vielleicht will man auch noch ein paar Federn jetzt. Erstmal schauen wir hier in die Kiste rein. Ein Fahrradlenker. Das ist gut. Wir wollen aber bald auch mal ein Fahrrad haben. Und den lernen wir wieder aus den bekannten Gründen, obwohl wir ihn schon kennen. Aha, hier Federn. Bleibt eine, die fassen wir wieder weg. Oh, das zweite Shem-Sandwich. Knochen brauchen wir nicht. Haben wir schon viele in der Basis. Hm,
Oh, hat Verkaufspreis 70. Nehmen wir mal mit. Die meisten Klamotten sind einfach nichts wert. Ah, gleich ein bisschen heller hier. Zerlegen. Damit verstanden wir schon eins. Rohre und Gläser. Gläser habe ich, wie gesagt, alle mitgenommen, die leeren. Da wir Schaden, na gut, wir haben keinen Schaden momentan genommen, dann nutze ich die noch nicht, die Aloe-Creme. Die Pistolen sind soweit repariert, auch, also die Eisenrohre brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Oh, ein Ledermantel, den auf jeden Fall trage ich immer. Der haben wir auch noch nicht gemacht. Ein Kopftuch tragen wir einfach mal. Ich habe Durst. Oh, wir haben ja Kaffee dabei. Macht auch warm. Ja, Papier haben wir, glaube ich, gar keins. Nein. Bauen wir uns den Slot. Noch eins davon. Und Plastik. Na gut, das kann man nur fast auch wegschmeißen. Plastik findet man ja überall. Schmerzmittel ist gut und wichtig. Aha, warum hat er jetzt keinen Gewisch bekommen? Ah, unser erster Mais-Samen. Steine nehme ich mit. Da ist nix und hoch. Ein Blei, aber wir haben Blei, ne? Ja. Sand brauchen wir nicht. Noch nicht. So. War ich hier schon? Ja. Ja, da muss man aufpassen. Hier oben ist so eine Kante. Aber durchsprinten. Ja, geht. Jetzt haben wir die Lucky Winterbrille. Mal gucken, ob wir jetzt wirklich viel bessere Sachen finden. Normalerweise schon. Gut, Plastik brauchen wir nicht. Dafür nehmen wir die Blutkonserve mit. Die brauchen wir später für Erste-Hilfe-Kästen. Damit kann ich Staubmantel, oder die Schwierigkeit, die dann gut aussieht, einen Staubmantel hinzubekommen. Ja, ich nehme die deswegen, weil die halt in der Hitze lassen sie einen kühl. Und in der Kälte halten sie einen warm. So, wir müssen gucken, was wir jetzt mitnehmen, was nicht. Stofffetzen braucht man nicht unbedingt. Die können wir stapeln. Dose Thunfisch können wir auch essen. Machen wir auch. Und den hier, na gut, der ist 20 wert. Kommt auf an, was da noch drin ist jetzt. Na, zwei Bücher, die wir schon kennen.
Immerhin 116 Erfahrungspunkte. Gut, aber wir müssen immer noch den Loot finden. Der ist hier unter mir. Okay, irgendwo hier. Geradeaus, geradeaus. Hä? Hier hinter? Da muss ich doch irgendwas übersehen haben. Da irgendwo. Aber wie kommt man darüber? Wahrscheinlich hier in der Ecke irgendwo oder hinter dem Bild. Okay, dann habe ich noch irgendwas verpasst. Irgendwie kann man unten noch ganz rumrennen. Das ist eigentlich ein schnelles Haus hier. Nee, hier geht es ja nicht lang. Egal. Nehmen wir mal die. Ja, Ausdauer. Ja, ich komme schon dran. Gut, dafür lassen wir jetzt hier den Bogen. Den können wir uns ja immer neu bauen. Zack. Nur wie kommt man hier hin? Doch eigentlich nur durch die Tür, die ist aber zu. Und hier kommt man nur von unten hoch, aber ich sehe jetzt keinen Weg da. Auf dem Kamin geht es auch nicht lang. Na gut, egal. Mission abgeschlossen. Also schnell zum Händler wieder, abgeben. Ausdauer abwarten. Alles immer lernen. Es sei denn, ihr habt wirklich viel Platz. Dann könnt ihr natürlich andere Sachen machen noch. Ja. Gut. Ich bin echt langsam. Hm, Gammelfleisch haben wir doch dabei, oder? Oder war es im letzten Teil? Hm, haben wir nicht. Dann lassen wir das hier liegen. Läuft ja nicht weg. Okay, ein Speer, Jäger, Buch. Aber ich bin echt kein Speermann. Ich behalte die Waffe lieber in der Hand, als sie zu werfen. Und auch vom Schaden her finde ich die einfach nicht umwerfend.
Gut, ich freue mich über den Fahrradlenker. Wir haben auch ein Level gemacht. Eventuell machen wir jetzt beim Abgeben noch ein Level. Da wir eine Belohnung bekommen, machen wir uns natürlich vorher wieder leer. Also Nitrat, wie gesagt, haben wir hier eine Mine da hinten, dieser Kristall. Das müssen wir auch nicht sammeln. Also die Wölfe sind immer hier so erschienen, in dem Bereich, am Werk an der Grenze. Endlich mal wieder ein normales Wetter. Also in diesen Gebieten ist es dann einfach automatisch gleich dunkler. Oh, ein Häschen. Gut, wir packen mal eben weg. Wir können. Oh, ich habe doch das Bild genommen. Den packe ich jetzt dazu. Und ich habe ein bisschen Blei. Ja, Holz habe ich noch drin gelassen. Okay. Oh, wäre es ein Geierschattenwurf? Wahrscheinlich. So, das kommt hier rein, das kommt auch erstmal hier rein. Ich glaube dies. Eisen. Kleber. Reifen. Fahrradlenker. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir auch jetzt. Dann hatte ich ja die Munitionsherstellung hier drin. Im rechten Bereich. Und da kommen jetzt die Geschossspitzen hinzu. Ich denke immer, irgendwie Nahrung und Medizin gehören ein bisschen zusammen. Hier haben wir noch eine Aloe-Pflanzensamen gefunden, den Mais-Samen. Gammelfleisch brauchen wir für die Felder. Und Brote auch für die Medizinherstellung später. Gut, dann haben wir jetzt hier erstmal alles drin. Die können wir natürlich auch noch reparieren mit Stoff. Taschenlampe packe ich hier mal rein. Und der kann auch noch reparieren. Benzin haben wir hier auch drin. Stoff wieder zurück. Die Schrotflintenmunition habe ich hier drin. Ja. Und hier packen wir jetzt noch schon mal das rein. Das machen wir gleich danach. Gut, wir geben erstmal ab. Don't spend it all in one place. But if you do. Ja, auch hier wieder keine Frage. Wir nehmen natürlich die Munition. Und ich wollte eigentlich, wie gesagt, eigentlich mal mehr nach Osten. Denn Osten sind nette Siedlungen. Da kann man vielleicht auch die siebte Nacht verbringen. Also nehmen wir jetzt mal eine Mission im Osten an, 1 Kilometer. I would love to give you a job. Store Electronics. Fantastic. Hope to see you soon. So, wir verkaufen jetzt die Klamotten, die wir nicht unbedingt brauchen. Das sind Militärrüstungsteile, die baue ich mir nie. Ich bin immer ein Typ, der schwere Rüstung trägt. Das erkläre ich dann auch bei Zeiten mal oder auch jetzt. Wenn ihr schwere Rüstung tragt, gibt es auch einen Skill unter Stärke, der heißt schwere Rüstung. Und wenn ihr das skillt, dann wird euer Bewegungsmalus mit den höheren Leveln niedriger. Und genau andersrum ist es mit der leichten Rüstung. Wenn ihr leichte Rüstung tragt, könnt ihr euch von Anfang an schneller bewegen, habt aber eine schlechtere Panzerung. Und wenn ihr das dann hochskillt, leichte Rüstung, dann gewinnt ihr mehr Panzerung hinzu durch diese Level. Gut, ich habe noch die Brille. Die Skibrille brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ist das schwarz? Ja, ich trage eigentlich immer schwarz.
Könnte ich ja vorher rausnehmen, die Farbe. Denn die bringt keinen Vorteil. Ich habe jetzt, na gut, auch nicht so viel Geld dabei. Ich glaube, ich hole nochmal mein Geld aus der Kiste und dann können wir noch etwas kaufen hier. Hier könnte ich mir einen Bergbauhelm bauen und das ist einer mit Beleuchtung. Obwohl, die finden wir auch früher oder später. Ich denke mal, ich mache Ödlandschätze Säure. Ja, das könnte eigentlich sinnvoll sein. Aber wir können das Geld auch einfach sparen und warten einfach ab, bis wir es finden. Ja, machen wir auch. Well, you just brightened my day. I'm glad I could help you. So, wir packen jetzt. Na, ich wollte eigentlich hier die verkaufen. Die wollte ja die auch verkaufen. Machen wir doch gleich. Wir machen eben verändern. Nehmen die schwarze Farbe raus. Und die packen wir uns einfach mal in irgendwas von unseren Sachen rein. Ich habe sogar einen Footballhelm. Okay. Dann kann ich eigentlich ja schon. Doch diesen einen lernen, da könnte ich nämlich lernen, einen Footballhelm, einen Bergbauhelm zu machen. Da hätte ich zumindest nachts Beleuchtung. Das packen wir jetzt erstmal hier zu. Das fällt auch unter Gesundheit irgendwo. Den brauchen wir eigentlich schon wieder. Wir haben Durst und Hunger bald. So, das Geld packen wir wieder hier in die Kiste rein. Immerhin schon fast 4000. Die haben wir ja auch dabei jetzt. Dann lasse ich den Zweier auch hier. Wir haben jetzt ja einen Dreier. Da haben wir noch keine Waffe für. Das heißt, wir müssen in der siebten Nacht mit der Munition auskommen, aber da haben wir auch drei Pistolen momentan. Okay, dann würde ich einfach vorschlagen. Oh, ich habe noch die Creme. So. Was sagt die Zeit? Ah, 39 Minuten. Bisschen haben wir noch. Da schaffen wir den Weg hin. Ich überlege halt dann auch gleich dann dort zu bleiben, vielleicht die Nacht zu überstehen. Kommt drauf an, was wir dort vorfinden. Ich habe noch einen Schinkenspeck mit Eiern. Ja, hätte ich natürlich auch ein bisschen mehr machen können jetzt. Da unten ist schon mal ein Fluss, das war mir ja auch ein Anliegen. Mit dem Honig ist ich so. Also ich finde momentan wenig Honig. Es gibt eigentlich immer Brücken über die Flüsse. Da hinten ist eine. Und da sind natürlich auch meistens Gebäude, aber wir wollen eigentlich jetzt relativ zügig auf unser Ziel hinaus. Die können wir mal eben reparieren. Die Pistole würde ich auch mal reparieren. Obwohl, die können wir auch bei Bedarf reparieren.
Jetzt habe ich ja gesagt, wir nehmen aber die leeren Gläser. Rechtsklick. So, jetzt haben wir ganz viel Wasser. Ah ja, hier ist die Wohnsiedlung. Ja, mal den Schlagstock. Das da ist das Krankenhaus. Ich habe ja gesagt, es gibt verschiedene Missionsstufen. Wir sind momentan ja Tier 1. Und das Krankenhaus ist Tier 5. Oh, da ist eine ganze Familie, die nehmen wir natürlich mit. Ein Motor. Sollte er mich nicht. Das sind ganz schön viele. Oh, wir haben einen Kaffeebonus gerade noch. Nee, nicht wirklich, wir haben die Wärme. Kaffee baut halt schneller die Ausdauer wieder auf. So, haben wir jetzt alle? Ja. Da hinten ist noch einer, aber der ist mir zu weit weg. Aber noch drei. Noch. Ja, hier kann man natürlich auch ganz gut Gammelfleisch sammeln. Also ein Krankenwagen, den gucken wir uns an. Ja, Aloe-Creme könnte man jetzt auch direkt verwenden. Machen wir auch.
gut für einen Schlagstock. Das sind die Touristen. Halten sehr viel aus. Das waren zwei heftige Angriffe. Drei. Vier. Fünf heftige Angriffe. Ja, das könnte ein bisschen sehr knapp werden hier mit unserem pünktlich Ankommen. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Solche Zombie-Gruppen am Tag sind natürlich hier im Grüngebiet immer viel XP, die man mitnehmen sollte. Was es für ein Elektronikladen ist. Ah, das ist ein Fact-Buchladen, da kann man viele, viele Bücher finden. So, das ist der Elektronikladen. Drei Zombies hier in der Gegend. Die Rocker halten auch relativ viel aus. Ups. Eine Ausdauer. Aber ich muss echt. Ich habe gerade einen Baumstamm gesehen. Also ich muss echt gucken. Immer wenn ich getroffen werde, habe ich eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, infiziert zu werden. Deswegen muss ich halt immer gucken, dass ich Honig finde. Okay, ein Stündchen, um da durchzurennen, schaffen wir wahrscheinlich nicht. Wohl. Mal pullen. Mechanische Teile, elektrische Teile, Plastik. Oh, eine Bauanleitung für ein Elektro-Zeitschalter-Relais. Ach, das war die von hinten, die hat gelärmt. Oh,
haben wir noch ein bisschen was. Bier. Kaffeepulver. Ja, hier fühle ich mich ja wohl. Ich bin aus der IT-Branche. Und Computer. Ich komme aus dem Klo. Wir wollen aber eigentlich jetzt wirklich schnell aufs Dach. Wir haben noch etwas Zeit. Tür zu machen. Oh, 10 Minuten noch. Drei. Ich glaube, ich schaffe ihn nicht mehr, da werde ich immer jetzt. Jetzt 10 Uhr. Geschafft. Okay, ich höre jemanden. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss. Wir haben es geschafft bis zu diesem Gebäude. Das können wir natürlich ganz gut verteidigen auch. Vor allen Dingen, wenn ich mit meiner Eisenspitzhacke die Leiter kaputt kloppe. Dann kommen die auch nicht mehr hoch. Und dann sind wir eigentlich hier oben relativ sicher. Könnten also die siebte Nacht hier auch oben auf dem Dach verbringen. Ich weiß es noch nicht. Wir haben ja noch einen ganzen Tag vor uns quasi. Das sehen wir dann im nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen fürs Erste und wir sehen uns im nächsten Teil. Euer Dan Germany.